Reason gebracht auf den MW3. Ja, ich finde es so kacke, Alter. Damals war ich ja noch mit meinem Das Spiel müssen Klopfholz-Account, wir ne? jetzt gewinnen gegen Den Hertha müsstest du ja Berlin. auch noch kennen, ne? Mein Klopfholz-Account. Die Trottel haben mit denen einfach gebannt. Siebter Spieltag. Das ist so ärgerlich, Alter, wenn ich meinen Klopf. Ich gebe den jetzt noch neben meinen Klopfholz-Account. Aber ich komme einfach nicht mehr rein, Alter. Ich habe genau die E-Mail eingeben, genau das Passwort, wo ich immer hatte. In Berlin, 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 Keine Chance. Berlin. Ich glaube, ich werde es Trophäenstufe, weiß ich nicht, Alter. Bestimmt 15 oder so. Hätte ich meinen Gamerhost-Account noch, das war mein allererster PS3-Account, da wäre ich auch ein bisschen toll dran, ja. Dann Du hatte ich. kennst noch meinen Armageddon-Account, meinen WM-Game-Account, dann meinen Sinbreaker-Normal-Account, meinen Steam-Account. Achso, ich hatte, weiß ich nicht, ich hatte. Angefangen habe ich mit Klopfholz, dann hatte ich mein Motrix, Kraft dann der hatte ich mein Tor. Armageddon, dann hatte ich mein Stabil, Gamer Stabil. XXXX, glaube ich. Ich hatte so viele, Alter, aber ich habe nur drei aktiv wirklich richtig benutzt. Mein Rekord kann hier eh niemand brechen, BL2. In Was? 2 Minuten Orbis suchen zerstören. Die Bayern-Aufstellung, Neuer, Alaba, Schafft Martinez, keiner. Süle, Das geht mir Kimmich, nicht richtig. Vidal, Dafür müsst ihr ein Team Ace machen. Anthony, Bombe James, explodieren lassen, Sommer, Bombe Müller. blenden. Bäh, das ist das Zeug, das sieht schon so eklig aus auf dem Foto, Alter. Bäh, das sieht aus wie rausgekotzt. Das Foto, von dem du die Gruppe geschickt hast. Das sieht aus wie rausgekotzt. Das kann ich mal. Das ist Schweinefleisch, aber. Das sieht aus wie rausgekotzt mit dem gelben Zeug davor. Das kann ich mal gar nicht. Das sieht eklig aus. Du bist ein Kasseler Kappa-Hater. Du frisst doch Kinder, oder? Ganz Felix ehrlich, immer. ich mag das. Was ist? Felix Ich immer. mag das. Felix, ich hab nicht verstanden, ihr redet immer durcheinander. Wenn du keinen Geschmack hast. Das hat nichts mit Geschmack zu tun. Ja, das Geschmackskosten verirren. Du weißt, dass es gelbe Würze ist. Das sieht einfach nur eklig aus davor und außerdem müsstest du Wurzel nicht oben drauf. Das ist ja krass. Ja, deswegen hat es ja keinen Geschmack, wenn es daneben würzen. Das hat Geschmack, Daneben das ist sowas würzen. Besonderes. Tiefer Schmuck, ja. Hat auch gesagt, er guckt mir. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ja, klar. Jeder weiß, was das ist. Ja, ich nicht und mir schmeckt's auch nicht. Nur vom Aussehen her schon. Wo ist da was Gelbes, Alter? Willst du mich verarschen? Guck mal davor! Das ist Saft. Das ist Fleischsaft. Das ist Alter. eklig und gelb, Alter. Das ist bei jedem Fleisch, wenn du es auf dem Brett schneidest. Das ist der Nein! Saft, wo eingezogen ist. Das ist genauso rohes Hackfleisch. Nee, raus mit dir. Echt, raus mit dir. Rohes Hackfleisch, Alter. Ja, Mann. Wer Kassel nicht ehrt, ist es Toni nicht wert, Mann. Schnauze. Das sieht einfach aus wie Kotze. Ah, schwör. Aber der Balkon nachher Metzger, Alter. Wir machen den besten Hackepeter. Ich esse kein Hackepeter. Ist ja schon cremig, Alter. Und der Geschmack ist auch, ist der Top, Mann. Es mögt zwar für andere gut schmecken, aber wenn ich schon was angucke und ich finde es eklig, esse ich es nicht. Schmatzknospen. Was hat es damit zu tun? Jeder hat einen anderen Geschmack.
Ja, Problem ist aber, dass du es nicht mehr probierst. Was? Puzzle. Das hat auch seinen Grund. Ich hab Minion Juggernaut. Was ist das? Ach man. Kann ich das Ding anziehen? Ja. Ach, nee. Ach so, das ist der Messer Juggernaut. Der Kassler hat sich gedacht, nee, kein Bock, Alter. Ich bin so eklig, ich esse mich nicht. Ich lass mich nicht. Ist nicht eklig. Ich werfe mich selber in die Mülltonne. Ich bin kein Gegner. Ja, aber vielleicht ist sie nur sauer dran hier, was? Nein. Aber ich esse prinzipiell nicht so gern so Schweinefleisch. Irgendwie. Zu gekocht das und. Ich hab schon zu tun mit Sauhaxe. Ey, der schubst da nicht weg. Hase ist auch geil. Hase kommt drauf an, wie man ihn macht. Also wer Hase. Wer Hase in Milch einlegt. Das ist genauso üblich. Hä? Kennt mich nicht, die Methode. Genauso ein Rotwein. Das schmeckt mir auch nicht. Ja, weil die Rotweinblöcke drin ist. So ist es wirklich geile Knödel mit Hase. Und der Hase, ja, ist 1-0. Für Bayern München gegen Berlin. Und guck mal, da ist so, Kassler ist da nicht, aber Organe von Tieren. Der Magen schmeckt mir. Magen jeder hat seinen Geschmack, Felix. Wenn man sich einen Magen anguckt, ja, und einen Kassler, da kann man aber, doch auf Magen drauf feiern. Nee, weil Magen ist, kann man wenigstens drauf rumkauen und Kassler muss man trinken. Nee, Kassler muss man nicht trinken, das ist... Oh, lecker, Alter. Es ist zwar weich, aber es ist auch nicht zu weich. Das ist schon das Geile an Kassler. Und dann schmeckt es auch noch geil. Ja, du kannst es ja gerne essen. Ich muss es ja nicht essen. Und genau. Ich muss es leicht genießen. Klar, man isst doch mal Sauerbraten oder sowas, wo man zähes Fleisch hat. Aber ich will auch das Fleisch mal genießen und tausendmal drauf rumkauen. Ja, meins ist es nicht. Kann ich ja gleich Schuhleder essen, Alter. Ja, so ist es am besten. Ja, nee. Doch, für mich schon. Du kannst ja mal letzten Sonntag Schuhleder machen. In Soße einlegen oder sowas. Du zeigst es. Ess einfach lieber hartes Fleisch als weiches Fleisch. Das ist ja halt immer so. Weißt du, solange ich gesunde Zähne habe und einen gesunden Kiefer, mache ich das auch. Ja, aber man kann nicht nur danach gehen. Das ist deswegen, deswegen esse ich, ja, hartes Fleisch kann nur nicht gut sein, oder wie? Ja, das ist besser als Kassler. Ja, aber Kassler ist ja weich. Ja. Und ich komm halt nicht an weiches Fleisch ran. Das ist das Problem. 23,5 ist stabil. Das ist wie, du isst nicht gern Maultaschen, ja? Tja, die sind aber auch reich. Das ist ja auch kein Fleisch, nicht wirklich Fleisch, das ich esse. Aus, das ist ja ein Teig. Das ist mehr Teig. Ja, da zu Hause aber und auch außerdem, und außerdem kannst du Hackfleisch nicht, weich, nicht so hart machen, ja?
Naja, eigentlich schon. Aber wenn ich Fleisch esse, ist es hart. Zum Fleisch, Schweinebraten. Was denkst du, wie ich meine Mutter da immer sagt, ey, das ist zu weich da. Ey, da kannst du nicht bringen. Der Ellie noch nicht. Ja, ist echt so, wenn wir ein Fleisch. Aber du sagst doch nicht zu deiner Mutter, ey. Ey, Mutter. Nee, ey, Olli, ist zu weich, ey. Nee, aber kannst du nicht springen, ey. Meine Mutter weiß, dass weiches Fleisch. Ja, die kennt dich ja auch, ne? Die weiß ja, was ihr Sohn mag und was ihr Sohn nicht mag. Deswegen ist für mich Restaurant nicht wahr. Weil die immer alles so weich machen. Ja. Ja. Ist nicht wahr. Weißt du, da kann ich auch ins Krankenhaus gehen und mich flüssiger machen. Ja. Ja, so weich ist es auch wieder nicht. Oder ich rede jetzt. Das ist wirklich. Ich rede ja jetzt nicht von Kassler, ja. Mhm. Meine Oma hat zum Beispiel so weich gekocht. Weil die hat für sich allein gekocht. Vom Geschmack her war es nicht schlecht. Aber nur allein durch dieses Weiche bin ich nicht reingekommen. Okay. Weil ich finde, das Weiche, das tut mir dann irgendwie den Geschmack verderben. Weißt du? Ah. Da kaum mal aus Fett rum. Hä? Kaum mal aus Fett rum. Ja, Fett ist halt so eine Sache. Schwatte kann geil schmecken, aber nicht zu viel, weil dann glaubt das Kotzen, was zu weich wird. Gerade Knorpel, Alter, da drauf kommt übelst geil, finde ich. Ja. Ja, auch immer bei Speck. Chicken Wings und so. Ja, oder wenn man wieder Speck macht, da gibt es diese Speckgänge in die Tüten, da sind auch immer Knorpel drin. Ja, genau. Jetzt kaufe ich in 0,3, Alter. Das ist aber Gelderländer Speck. Ja? Gelderländer Speck nennt man sowas. Ja, aber das Knorpel drin, das zerkaue ich immer. Ja, da ist Knorpel drin. Knorpel finde ich absolut geil, ich verstehe nicht, wieso manche das nicht essen. Weil sie nur Zähne putzen. Nein, die putzen nicht ihre Zähne. Was hat es damit zu tun? Keine Ahnung. Ja, kaputte Zähne ist gleich kaputter Knorpel. Weißt du, wie ich meine? Kaputter Knorpel. Ja, kaputte Zähne heißt nicht kaputter Kiefer. Das stimmt nicht. Ja, aber guck mal. Wenn jemand einen kaputten Backenzahn hat, kaputte Backenzähne, dann können die keinen harten Knorpel auseinanderbeißen. Ja, aber das kann ja auch, hat ja auch andere Gründe. Vielleicht tust du ja, keine Ahnung, ist dir mal irgendwie ein Ball drauf geflogen, dann wirst du die Zähne abgebrochen. Da verstehst du ja, weil das Suppen esse ich ja gern, aber nur mit hartem Rindfleisch. Ja, genau. Ja. Essen. Wie spät haben wir es eigentlich? Zu spät. 6 Uhr geht doch nur. Voll stabil. Ja, nee, eigentlich kann ich noch ein paar Stunden zocken, Ghost, immer mal das andere vielleicht mal. Ich zock halt bis 1 Uhr, oder bis halb 1 Uhr, halb 1 Uhr. Ja, ich kann es so. Und ich mag eigentlich Knörkel nur, Knörkel, weil ich die challengen kann. Die denken, die werden einfach härter, aber das, also die Rechnung haben es ohne nicht. Das verstehe ich nicht bei dir, du siehst in allen einen Rivalenkampf, Alter, das check ich nicht. Ich sehe schon, irgendwann kommt beim Essen. Toni, wer den Knorpel schneller gegessen hat. Ja, gar nicht mal so unwahrscheinlich. Das war dasselbe. Manu war mal bei mir, ne? Das ist schon länger her, sehr lange her. Und wir haben Hähnchen bei mir gegessen, ne? Okay. Warte, Felix, Schnauze. Pass auf, wir haben Hähnchenkeule gegessen, ja, ne? Und er fängt dann mit Messer und Gabel an, Alter, ne? Und ich nehme das Ding in die Hand und fress wie so ein Raubtier.
Okay, so macht man das doch auch eigentlich, ja, oder nicht? Das wird der witzige Teil daran ist, er wusste nicht mal, was Hähnchen ist. Ja, was? Nee, er ist so zu mir, ne? Nee, guck, pass auf. Das ist der Manu, mit dem wir Streit hatten. Er ist so, so ist er schon eigentlich immer in Ordnung gewesen, aber das hat sich halt jetzt über die Jahre so entwickelt. Und auf jeden Fall, er war bei mir und die sind ein bisschen, nicht gehoben, aber die sind halt, die tun halt immer so ein bisschen auf fein, ja? Ja. Und auf jeden Fall gibt es dann bei uns Hähnchen, Kartoffeln und so einen Scheiß halt, ne? Okay. Und da fragt er mich so, Toni, was ist denn das da auf dem Teller? Ich kenne das nicht. Geil. Und ich so, das ist Hähnchen. Ja, aber Hähnchen ist doch immer so klein. Normalerweise. Und da ich mir gedacht, Manu, ne? Du kriegst gleich einen. Und dann fängt er da mit Messer und Gabel an, das Ding wegzupulen. Ich hab gedacht, was ist denn da los? Bin ich so zu ihm gegangen, zeig dir mal hier, wie mein Hähnchen ist, ja? Ja, echt, ey. Ich würde gerne mal zum Ritteressen gehen. So. Nur aus Versehen, also ganz ehrlich, da könnte ich nicht wieder schwimmen. Ganz aus Versehen, da hinten mit Knochen und anderen Kopf und anderen. Nein! Kannst einfach die Knochen durch Ritteressen nach hinten werfen, so liegt halt. Ja. Kommt der da mit Messer und Gabel an? Sie machen da was, wissen, dass sie gerade bei Ritteressen sind. Was ist das? Was? Ich weiß. Ja. Und mein Metzger und mein. Wen habe ich noch hochgeladen? Warte mal, wen habe ich noch hochgeladen? Ich komme gleich wieder. Ja. Ich habe meinen Metzger hochgeladen und noch. Oh, wen habe ich noch hochgeladen? Warte mal ganz kurz. Ich habe zwei Leute hochgeladen, die haben schon drei Aufrufe, ja? Wow. Okay. Vor allem das Problem ist, wenn man welche hochlädt, ne? Wenn du die nicht am Anfang hochgeladen hast. Hast du eigentlich keine Chance, dass sie jemand downloadet, weil niemand bis ganz so runter geht zum Downloaden. Ja. Es werden dir immer nur die Besten so angezeigt. Irgendwie. Ah, okay. 1-0 gewonnen gegen Berlin. Hart gehackt. Harte Arbeit. Aber 3 Punkte. Oh, wie heißt denn der, wo ich hochgeladen habe? Ich habe 2 Stück hochgeladen. Muss ich da mal gucken, das lässt mir jetzt keine Ruhe, ne? Also. Na, ich bin gerade mit dem Spiel. Also. Oh, Alter, ich glaube, ich tue mir irgendwann mal eine Toilette in mein Klo. Ja, war gut. Ich tue mir meine Toilette in den Klo. Aber das passiert mir auch. Weißt du, heute mit Schwertschiff? Ja. In der ganzen Zeit, ey, Schwertfisch ansuchen. Nee, Schwert, Schiff. da fand ich auch geil. Pass auf, das wieder da. Du warst Felix, nicht da. Ich hab noch einen hochgeladen, nicht nur den Metzger, ne? Ja. Der hat fast schon 3 Downloads. Läuft. Von was redet ihr? Felix, ich weiß, es hört sich jetzt echt wenig an und ich habe mich irgendwie im Licht. Im Lampenschirm verbuggt. Ich komme nochmal raus. Das hört sich zwar wenig an jetzt, für mich ist es viel, weil die Guten sind immer oben, ne? Und die, wo gerade erst gemacht wurden, wenn man da nicht von Anfang an dabei ist, kriegen die keine Beachtung. Ah, ihr redet von der WWE. Ja, weil die ganz unten sind, die, wo man reinstellen kann, downloaden, reinstellen. Ne, mein Bud Spencer, genau, der hat. Du hast einen Bud Spencer drunter? Ja, ich habe einen Bud Spencer erstellt. Und der war noch nicht einmal vorhanden in der WWE. Geil. Habe ich gesucht, Bud Spencer, und ich habe jetzt den einzigsten Bud Spencer da hochgeladen. Okay. Jetzt vielleicht mal Terence Hill noch suchen sollen. Terence Hill. Das Super-Duo. Ja, habe ich,
Habe ich mir auch schon überlegt. Ja. Aber die Gesichter nachzumachen ist halt brutal schwer. Ein Gesicht sieht ja nicht so aus, aber vom Körperbau, von wie Details. Ja, weil er die komischen Falten hat, ne? Ja. Das, die habe ich, aber das Gesicht vom, zum Formen. Und dann habe ich noch eine Jacke gemacht. Einmal habe ich ein Cowboy Bud Spencer erstellt. Okay. Mit, also Kleidung. Und einmal mit Bulldog 65 oder was draufsteht. Okay. 68. Wo hinten auf der Jacke draufsteht. Ja. Und ich muss pissen, ich muss pissen. Ja, sorry Leute, ich wollte eben ein Spiel hochladen, ging nicht. Ich muss euch zeigen, ich habe 2-1 gegen Celtic gewonnen. Manchmal. Ja, jetzt haben wir gegen Hertha 1-0 gewonnen. Jetzt kommt Länderspieler, Testspiel. Einmal gegen Tschechien und einmal gegen Bulgarien. Dann haben wir noch Freiburg, dann kommt wieder Champions League gegen Paris. Dann wieder DR hier Bundesliga gegen HSV und DFB-Pokal gegen Augsburg, Erzgebirge Aue und Leipzig. Aber gucken, wann ich das drauf mache, vielleicht heute noch oder so, schauen. Tabellenmäßig sieht es zurzeit so aus, 4. Platz. 4 Siege, 2 Unentschieden, eine Niederlage, 13-8 Tore. 14 Punkte, es ist machbar. Leider gegen Wolfsburg verloren mit 2-0. Hallo? Ja. FFD. Ich sag mal, bis dann.